4 Siege, Amsel auf fremdem Terrain gewonnen. Und jetzt geht's los mit Tigers gegen MBC. Und mit Charles Callison hier am Ball. Der Ball geht nach außen auf den erfolgreichen ersten Dreier. Kivimäki ist der, der den Ball ins Spiel bringt. Seric. Oh, schön, der Cut an der Grundlinie, erfolgreich. Nach wie vor steht 6:6. Muschini nimmt den Block an, jetzt muss er, oh, schön, der Assist hinten rum. Und Bräunig lässt sich da nicht zweimal binden. Den MBC, die Dreierquoten sind noch nicht berühmt. Schön hier reingezogen, jetzt Helmanis frei, den macht er. Führung Tübingen. Das haben wir auch im Vorfeld gehört von Gianni Otto, dass sie ein gutes Laufspiel haben und dass das nicht das Problem ist, auch wenn Jimon Jackson heute ihr Topscorer kommt, um den Block rumgelaufen in Doe. Und wieder versucht Bryant, sich da aufzuposten. Oh, schön! Der MBC. Erstes Persönliche für ihn. Oh, schön hinten rein. Wunderbar! Kopf kleiner ist, aber hier auch nach wie vor von draußen heute alles andere als eine schöne Geschichte. Timo Lahm damit dabei und der setzt Jimmy Boheim in Szene. So, hier nochmal Lahm Müller auf Boheim, schön. Ja, da hat er gesehen, das kennt er. Ja, auch hier schafft es der MBC, alles zuzustellen und in letzter Sekunde dann noch der Weißenfelser. Boah, da ist also der nächste Dreier. Ja, der Zack ist jetzt. Versuchen immer wieder den Ball dann noch im letzten Moment rauszuspielen. Edwards. And one. Die Otto. Seric. Der ist ganz schwierig. Zugesprochen. Sprich die Chance aufs And one. Hier, der touchiert doch. Aber das hat man mal kurz gesehen. Da hat der MBC mal kurz den Turbo gezündet. Oh, stark abgefangen. Und rums. Nee. Einfach so, Ausgleich 40:40. Geht noch mal was. Gibt's, oh, schön, wie er ihn da fliegen lässt. Und dann hier den Dreier in die Pause trifft. In den blauen Trikots. Jetzt also von links nach rechts mit Bräunig, Muschidi, Jerk, Stove und Callison. Heißt, wir haben wieder dieselbe Formation wie zu Beginn der Partie. Maxwell unterm Korb. Kommt aber nicht an. Sehr gut. Erzeg. Oh, vielleicht wieder die Chance für einfache Punkte. Maxwell! Warum nicht nochmal auch zum Ende des dritten Viertels? Schöne Bewegung auf beiden Seiten. So, Schlussviertel, Entscheidung, Fragezeichen, Dreier zu Beginn für die Tübinger. Mittelohrregion reingepulvert haben. Aber klar, die Tigers brauchen unbedingt mal wieder einen Sieg. Oh, schöner Pass von Kivimäki. Assists damit jetzt schon für die Tübinger. Die lassen den Ball heute wirklich stark. Fehlt ihr Topscorer Jimon Jackson. Es fehlt Zach Darko Kelly heute. Aber das heißt ja oft mal nichts. Dann springen die anderen in die Bresche. Der war hoch unterm Hallendach und fällt. In den letzten 10 Spielen.
Schiedi mit den Punkten. Kernissen. Setzt sich durch. Das Pick and Roll, das Dani Hansson angesprochen hat, dass sie gerne spielen, das jetzt müssen versuchen zu unterbinden. Aber das war mal ein schöner Dreier von draußen. Herrlich. Nach wie vor haben sie da im Rebound-Game die Nase vorne, die Tigers. Seric. Immer wieder Mateo Seric. Kommt jetzt auch auf 19 Punkte. Gallison. Gut noch behauptet und jetzt haben sie Überzahlspiel. Erste Galivan schon aufgerückt. Letzten zwei Minuten laufen. Kivimäki. Oh, gut aufgepasst. Hornig. Verkürzt auf 11. Schlussphase in der Partie. Nächster Ballverlust. Genau das meinte Dani Hansson. Bälle jetzt nicht einfach herschenken. Gute Verteidigung, aber immerhin hier. War fast eine Backcourt-Violation, weil sie es nicht rechtzeitig über die Mittellinie geschafft haben. Und Bräunig, Ball ist nicht drin, jetzt ist er drin. Aber die Tigers sind jetzt auch gut daran beraten, einfach den Ball lange in der eigenen Hand zu halten. Aber jetzt muss der Wurf kommen, 3 Sekunden noch. Der tut richtig weh aus Sicht. Jonathan Stove. Vernascht nochmal die halbe Abwehr. Bräunig kommt aber nicht durch und dann ist das Ding durch. Das Ding ist aus. Der MBC verliert.